Moin Leute, mein Name ist Kralle und herzlich willkommen zu Let's Play Stalker Call of Pripyat. Hauptspiel ungemoddet. Und wer bei meinen anderen beiden Let's Plays zu der Stalker-Serie schon gesehen hat, wird diese Unmod kennen. Denn es gibt da draußen ja jede Menge Mods für die Stalker-Serie, die vieles ändern, sei es Gameplay-Elemente, sei es Grafik, sei es neue Gebiete, neue Waffen, neue was auch immer. Das wollte ich nicht, aber da ich die anderen beiden Let's Plays schon mit der Complete Mod gemacht habe, wollte ich hier etwas Konsistenz auch mit der Complete Mod machen. Bei den Call of Pripyat ist das am allerwenigsten nötig, denn die Complete Mod macht, wie gesagt, nur drumherum Stuff, das heißt Grafik, Fehlerbehebung und so weiter. Und das ist ja gerade bei Call of Pripyat am wenigsten nötig, da das ja wirklich von den drei Spielen, von den drei ersten Spielen, somit das ausgearbeitetste ist, was Grafik und ja, Bugs und Glitches und so angeht. Eine kleine, ganz kleine Änderung gibt es dann aber doch. Das ist nichts Großartiges, aber es steigert zumindest etwas den Schwierigkeitsgrad. Nach jeder Emission werden alle, die von der Emission erwischt wurden, die fallen nicht einfach tot zu Boden, die werden zu Zombies. Das heißt, es gibt eine kleine Extra-Herausforderung. So. Den Start habe ich durch, also ab neues Spiel. Wir spielen auf Meister und Go. Go in den Ladebildschirm. Und der Ladebildschirm braucht natürlich zu Anfang erstmal etwas länger. Ah, jetzt bewegt er sich. Sehr schön. Und jetzt dürfte das Intro kommen. Das heißt, ich halte auch mal meinen Mund. Zumindest sobald ich hier sehe, dass ich fortfahren darf. Na? Ah, da ist es. Am 26. April 1986 wird um 1.23 Uhr der Reaktor von Block 4 des Atomkraftwerks Tschernobyl durch eine Folge von thermischen Explosionen zerstört. Die dadurch entstandene radioaktive Wolke bewegt sich über den europäischen Teil der UdSSR, Osteuropas und Skandinaviens und erreicht schließlich den amerikanischen Kontinent. Die Konsequenzen dieser Katastrophe sind so fatal, dass die Regierung sich gezwungen sieht, eine Evakuierung der naheliegenden Städte und Dörfer anzuordnen. Eine Sperrzone mit einem Radius von 30 Kilometern wird errichtet, um die Bewohner daran zu hindern, in das verstrahlte Gebiet zurückzukehren. Trotz der Katastrophe bleibt das Atomkraftwerk Tschernobyl in Betrieb. Die Existenz eines Kraftwerks sowie die Tatsache, dass das Gebiet nicht mehr besiedelt ist, veranlassen den Ministerrat der UdSSR dazu, in der Sperrzone ein Netzwerk aus geheimen Labors zu errichten. 11. Juni 2006. Die Sperrzone wird von einem grellen Blitz erhellt, gefolgt von in den Himmel aufsteigendem Rauch. Nach einem Augenblick der totalen Stille bringt ein dröhnender Donner die Erde zum Beben. Die meisten Truppen der Regierung, die dort zur Bewachung des Gebiets stationiert sind, sterben auf der Stelle. 2008. Die Wissenschaftler haben immer noch keine Erklärung für die Vorkommnisse gefunden. Die seltenen Expeditionen in die Sperrzone enden für gewöhnlich in einer Tragödie. Und die Überlebenden berichten von mutierten Tieren mit unglaublichen Fähigkeiten, die durch das Gelände streifen. Laut verschiedener Schätzungen beheimatet die Zone im Jahr 2010 zwischen 1 und 300 unbekannte Personen. Sie nennen sich Stalker und verdienen sich ihren Lebensunterhalt durch das Einsammeln ungewöhnlicher Gesteinsbildungen, die gemeinhin als Artefakte bekannt sind und zu stattlichen Preisen gehandelt werden. 2011.
Trotz der Errichtung militärischer Sperrgebiete nimmt die Zahl der Stalker immer weiter zu. Diese halten sich jedoch überwiegend in den Randgebieten der Zone auf und das Zentrum bleibt nahezu unerforscht. Die wenigen Versuche, tiefer in die Zone vorzudringen, schlagen ausnahmslos fehl. 2012. Ein Stalker namens Strelok lüftet das Geheimnis um den Hirnschmelzer, einen von Menschenhand geschaffenen Sender, der für Jahre ein Betreten des Zentrums der Zone unmöglich gemacht hat. Nachdem der Hirnschmelzer deaktiviert wurde, treibt es alle Stalker in das Zentrum der Zone. Einige mit der Hoffnung, einen wertvollen Artefaktfund zu machen, andere auf der Suche nach dem Wunschgönner. Die Regierung beschließt, eine groß angelegte Militäroperation durchzuführen. Bei diesem Einsatz, Operation Fairway, finden Karten mit Anomaliefeldern Verwendung, um Hubschrauber unversehrt zum Atomkraftwerk Tschernobyl manövrieren zu können. Trotz sorgfältiger Vorbereitung missglückt die Operation und keiner der Hubschrauber kehrt zurück. Major Dektarev, Agent des ukrainischen Geheimdienstes, wird in die Zone geschickt, um das Verschwinden der Hubschrauber zu untersuchen. Verkleidet als Stalker, bewaffnet mit einem gewöhnlichen Sturmgewehr und ausgerüstet mit Verpflegung für 2 Wochen sowie mit einem Funkgerät zur Kommunikation mit dem Hauptquartier, macht sich der Major auf den Weg in das Zentrum der Zone. Ja, und das ist unser Anfang des Spiels. Und wir haben es gleich mit einem sehr nebligen Wetter zu tun, oder? Nee, wir sind einfach nur auf einer Erhöhung. Okay, ja, zum Intro kann man schon einiges sagen an sich. Wir haben zum Beispiel in der Vorschau gesehen, also erstmal ganz grob, es ist mehr so nach dem Prinzip Fallout gemacht. Also anstatt einem richtigen Intro eher so eine Bildershow, wo dann erzählt wird. Ich glaube, New Vegas. Okay, ich dachte, jetzt wäre es schon abgekackt. Abstürze passieren in diesem Spiel eigentlich überhaupt nicht. Deshalb hat mich das gerade sehr gewundert. New Vegas ist ja, glaube ich, um die gleiche Zeit rausgekommen. Und die hatten das ja auch mit dieser Slideshow. Und so wird auch das Ende aussehen. Das heißt, wir haben nicht ein Ende. Wir haben... Na, da gehe ich mal hin. Wir haben ein Slideshow-Ende. Das heißt... Mehrere Sachen können da drinne verändert werden, je nachdem, wie wir das Spiel spielen. Und ich will das natürlich so gut machen wie möglich. Eine andere Sache. Na, jetzt muss ich gerade noch mal gucken, wie die Steuerung war. Ah, okay. Shift, Alt, okay. Sorry, ich war die ganze Zeit in Clear Sky. Das habe ich direkt hier vorher aufgenommen. Und jetzt muss ich mich erstmal an die Steuerung hier gewöhnen. Wo war ich? Genau, Slideshow-Ende, möglichst gut alles machen. Und wir haben gerade am Anfang auch schon gesehen, mindestens 2 der Bilder kann man erkennen. Das eine war aus Shadow of Chernobyl, der Hirnschmelzer, eine Slideshow. Ich glaube, als darüber geredet wurde, dass das Atomkraftwerk Chernobyl noch im Betrieb geblieben ist. Und als die große Explosion war, Armeelagerhäuser, die Brücke mit dem Wachturm da vorne, das hat man auch gesehen. So. Aber jetzt zu Call of Pripyat. Wir haben keine kleineren Zonen mehr, wir haben ein paar wenige, aber dafür sehr große, frei begehbare Zonen. Das ist alles begehbar hier. Auch hier. Und, ja gut, das hier. Aber es ist größer, als es aussieht. Also wir haben wirklich viel zu tun. So, dann reden wir doch mal mit ihm hier. Wie geht's, Bruder? Привет, брат. Wo ist hier in der Gegend das nächste Stalker-Lager? Ich lade die Koordinaten auf deinem PDA hoch. Das Wrack der Skadovsk ist das einzige größere Lager hier in der Nähe. Okay. Hör zu, ich will dich etwas fragen. Hör zu, weißt du irgendetwas über die abgestürzten Hubschrauber? Ich habe selbst einen gesehen. Nach einem Absturz sah es zwar nicht aus, aber gut geflogen ist er auch nicht wirklich. Er ist von einer Seite zur anderen gekippt, bis er schließlich auf einem Plateau im Süden von Saturn aufgesetzt hat.
Wäre interessant zu wissen, ob jemand überlebt hat. Wenn wir doch nur wüssten, wie man auf das Plateau gelangt. Allerdings habe ich gehört, dass Noah vom Psychokan einen Weg kennen soll. Okay. Noch was hat er nicht. Ich habe eine Frage. Wüsstest du jemand, der einen Job für mich hat? Wenn du ein guter Stalker bist, also Artefakte findest, sprich mit Beard. Er genießt hier ein hohes Ansehen und ist der Einzige auf der Skadovs, Er genießt hier ein hohes Ansehen und ist der Einzige auf der Skadovsk, der dir für deine Artefakte einen guten Preis macht. Er hat die Kontakte, um die Artefakte aus der Zone rauszukriegen. Außerdem ist er ein feiner Kerl, weißt du? Er hat immer einen guten Ratschlag oder einen geeigneten Job für dich parat. Okay. Wo findet man Artefakte? In den Höhlen unter dem abgebrannten Bauernhof sind wahrscheinlich viele. Wenn du mit dem Detektor auf dem Hügel herumläufst, hört das Ding gar nicht mehr auf zu piepen. Schwer ist es auch nicht, in die Höhlen zu gelangen. Du musst einfach oben in den Spalt springen. Da wieder rauskommen ist das Problem. Bei all den Anomalien dort unten, hauptsächlich Vortex- und Säure-Anomalien. Einige Leute behaupten, in dem Spalt etwas gesehen zu haben, das einem Kometen ähnelt. Dort unten erwartet dich sicher viele Gefahren, aber wahrscheinlich ebenso viele Artefakte. Was gibt's Neues in der Zone? Hast du schon von dem Baggerschiff östlich der Skadovs gehört? Man sagt, dass dort nachts irgendetwas sonderbar leuchtet. Sogar für die Zone soll das ziemlich merkwürdig sein. Ich weiß nicht, ob es sich lohnen würde, der Sache auf den Grund zu gehen. Vielleicht findet man dort irgendwas Wertvolles. Aber macht es Sinn, dafür sein Leben zu riskieren? Das ist hier die Frage. Okay, was machst du gerade? Nee. Wir müssen nirgendwo hin. Gut. No, привет. Schon mal ein bisschen mit ihm gesprochen. Ja, man sieht, jetzt sind auch nicht mehr die ganzen Stalker-Trupps, die werden nicht mehr angezeigt, aber die Truppführer quasi gibt es trotzdem noch, durch ein Sternchen markiert. Und hier werden natürlich auch noch andere Sachen markiert. Boiler-Anomalie, Baggerschiff, ach ja, östlich des Skadovs, hat er ja gesagt. Abgebrannter Bauernhof, Sägewerk, Sumpf. Isumrudneue ist wahrscheinlich eine kleine Stadt oder ein kleines Dorf gewesen. Schewtschenko, Dockkräne, Forststation, Preobrazhensky-Brücke, Narbe-Anomalie, Kläranlage. Da ist dann wohl anscheinend dieser Noah, altes Schiff, der Psychokan, südliches Plateau, Rundkreis-Anomalie, Werkstätten des Umspannwerks, Klaue-Anomalie, Tankstelle, Pinieneiche-Anomalie, Antennenkomplex-Krug und Eisenwald-Anomalie. Und hier wird auch schon angezeigt Stingray 2, Stingray 5 und Stingray 3. Gut, haben wir das erstmal. Da unten, was haben wir überhaupt mit? Also wir haben alle schon ein bisschen angeditscht. Den Sunrise-Schutzanzug. Ah, eine Gasmaske. Ja, diesmal sind Sachen getrennt. Also wir haben sowohl einen Helm als auch eine Rüstung. Und ja genau, Helme schützen halt vor Psi und chemischen Schutz. Also alles, was irgendwie durch, ich sage es jetzt mal so salopp, Körperöffnung eintritt. Während die normale Rüstung eher für sowas wie Treffer und allgemeinen Körperschutz zuständig ist. So, hier haben wir auch endlich mal zwei große Slots. Das heißt, wir können auch zwei große Waffen tragen. Das wird sehr angenehm. Und Schnelltasten werden diesmal auch angezeigt. F1, F2, F3, F4. Genau. Das lege ich mal so da raus, damit ich da nicht aus Versehen was Falsches anklicke. Gut. Zwei Granaten. Ja, die PMM werde ich wahrscheinlich relativ schnell los, obwohl es eine Ehren-PMM ist. Eine alte PMM, die Dektarev
als Zeichen der Anerkennung überreicht wurde, und zwar für das erfolgreiche Ausführen höchst gefährlicher Staatsbefehle sowie für Tapferkeit und Mut bei der Ausübung seiner Pflichten. Okay. Wir gehen dann mal zur Brenner. Wie hieß es jetzt? Boiler-Anomalie. Denn da vorne sehen wir auch schon ein paar Stalker. Hat sieht natürlich auch wieder etwas anders aus. Soweit ich das erkenne, wurde auch das hier in der Complete Mod etwas geändert. Ich finde es etwas übersichtlicher als das normale. Durchs Wasser will ich nicht unbedingt. Nur die Ruhe und einfach weitergehen. Du siehst, dein Schutzanzug hat kein Problem damit. Geh einfach weiter. Lass den blöden Detektor draußen, du Idiot. Welcher ein? Ich habe einen, den Echo-Detektor. Hilf mir, Stalker! Stalker, schnell, du musst Petruscha helfen. Schau am Rand des Spalts, er wurde von einer Anomalie erwischt. Sein Schutzanzug hat überhaupt nichts gebracht und ich selbst habe keinen. Petruscha und ich haben unser ganzes Geld zusammengekratzt, um einen Schutzanzug zu kaufen. Einen Schritt weiter und ich bin erledigt. Bitte hilf uns! Okay. Bleibt, wo ihr seid, ich werde es versuchen. Verdammt, mich hat's ziemlich erwischt. Hilf mir, Kumpel, ich brauche ein Medkit. Dann halte ich nicht mehr durch. Hier, bitteschön. Und uns hat's auch schon etwas mitgenommen. Puh, danke, Kumpel. Ich wäre fast in einer Boiler-Anomalie draufgegangen. Die Mutantenhunde hätten heute ihren großen Tag gehabt. Hier, nimm meinen Detektor. Vielleicht kannst du ihn eines Tages brauchen. Ich bin echt dankbar, dass du mir das Leben gerettet hast. Ich glaube, ich mache im Lager erst einmal eine Verschnaufpause. Und wir haben direkt einen schöneren oder besseren Detektor bekommen, den Peildetektor. Gut, hör zu, ich will dich etwas fragen. Hör zu, Hubschrauber. Einer meiner Kumpel hat mir Folgendes erzählt. Er war unterwegs zum Eisenwald, um dort nach Artefakten zu suchen. Als er dort ankam, hörte er hinter sich ein Geräusch. Er drehte sich um, um zu sehen, was da vor sich ging. Da sah er, wie ein Hubschrauber mit voller Geschwindigkeit auf ihn zuraste. Er tauchte wie ein Blitz aus heiterem Himmel auf, riss Strommasten und anderes Zeug mit sich, aber setzte überraschenderweise nicht auf eine Anomalie auf. Der Eisenwald ist nicht schwer zu finden. Man sieht ihn schon aus großer Entfernung. Es wimmelt dort nur so von verdammten Poltergeistern. Also pass auf, dass du nicht den Verstand verlierst. Ja, gut, passt. Und ja, das ist der Petruscha, den wir in Shadow of Chernobyl finden. Ich glaube, da ist er draufgegangen. Ich bin mir nicht sicher. Ach nee, da stand... Oder? Ich weiß nicht mehr, wie es bei uns lief. Also, bei meinem Shadow of Chernobyl Let's Play. Auf jeden Fall, das ist der, den wir direkt am Anfang treffen. Sieht man jetzt halt nur schlechter mit der Maske. So. Ja, uns hat es auch schon etwas in Mitleidenschaft gezogen. Wir sehen rechts das Symbol, dass unsere Rüstung leicht angeknackst ist. Und wer darauf geachtet hat, als sie da drinnen waren, links unter dem Radar haben wir ein gelbes Feuersymbol. Wärmeschutz. Wo haben wir es? Hier. Ist halt noch nicht so wirklich doll. Ach, das Sturmgewehr ist nicht so wirklich doll. Schussgenauigkeit, Handhabung, Schaden, Feuerrate. Naja. Gut, wir wechseln erstmal unseren Detektor aus. Ja, wir sehen zwar schon, aber wir waren da oben relativ sicher und haben schon gut Schaden genommen und unsere Rüstung hat auch ordentlich schon was einstecken müssen. Das ist das Problem, was ich nicht so schön an Call of Pripyat finde. Ausrüstung wird wirklich sehr schnell lediert. Das kann ich überhaupt nicht haben. Und das passiert leider wirklich häufig. Was das Schöne allerdings daran ist, also, was, wenn man, ja gut, schön,
sagen wir es so, was das Immersive dabei ist, das wirklich echte, man muss sich halt wirklich vor jedem Trip, den man macht, erstmal im Lager wirklich ausrüsten, Vorräte kaufen, Sachen reparieren, dann kann man losziehen, das machen, was man will, und dann muss man wieder zurück. Man ist halt eben keine mobile Station, die halt nur ab und zu mal irgendwo anhalten muss, um sich aufzufrischen, sondern man muss, wenn man es wirklich schlau spielen will, da oben ist Fleisch, da, man muss halt wirklich Sachen planen. Ach ja. Jetzt muss ich doch durch Fleisch durch. Das will ich eigentlich gar nicht. Kann ich die umgehen? Noch haben sie mich nicht gesehen. Ja. Komm schon, Mann. Steck die Waffe ein. Так, мужик, чего ж там у тебя? Oh, nehme ich. Und hiervon nehme ich nichts. Doch, das hier nehme ich. Viele verschiedene Outfits. Das sind freie Stalker hier. Und das hier sind Banditen. Слушаю тебя. Нечего добру пропадать, я так мыслю. Wir haben Geld bekommen. Die Waffe nehme ich auch noch mit. Und hier lag doch noch einer, oder nicht? Hier war doch noch ein Toter, oder bin ich... Oder war das der? Das war dann wahrscheinlich der. Gut. Toshka Kranz, hör zu, ich will dich etwas fragen. Weißt du irgendwas über abgestürzte Hubschrauber? Ein Stalker hat mir erzählt, dass er gesehen hat, wie mehrere Militärhubschrauber in Schwierigkeiten geraten sind. In einem Hubschrauber hat angeblich der Motor aufgeleuchtet und dann ist der direkt in einem Sumpf voller Anomalien gerauscht. Es sollte nicht allzu schwer sein, dorthin zu gelangen, aber der Sumpf selbst ist der reinste Albtraum. Er ist kein Ort für Menschen. Du, das kannst du mir glauben. Okay. Ja, gut, passt. Gehen wir erstmal zu Skadovsk. War hier nicht auch irgendwo eine Kiste? Wir sind ein klein bisschen radioaktiv verstrahlt. Das sieht man unten rechts. Das blinkt auch. Das ist unsere Blutung. Ich könnte jetzt einen Wodka kippen. Allerdings verlieren wir auch kein Leben, deshalb lasse ich das mal. Ist alles begehbar hier, alles was er sieht. Ist zwar jetzt nicht auf dem Level eines, wie ich eben schon, ja, nehme ich einfach mal das Beispiel eines Fallouts. Aber es ist doch relativ groß. Und da geht schon wieder was vor sich. Die Zone ist lebendig. Oh, wilde Hunde, da kann ich helfen. Das wird nix. So viel zu helfen? Ach ja, Moment. Ich habe zwar nicht viel Munition dafür, aber es ist definitiv besser als meinen AKM. Zack. Ja gut, viel helfen konnte ich jetzt nicht. Na, mal gucken, ob ich die noch verkaufen kann. Den Detektor jedenfalls schon. Ich weiß nicht, ob die Messer hier etwas sind, was die Complete Mod hinzufügt. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Dafür habe ich das Originalspiel schon zu lange nicht mehr gespielt. Hier auch. Deshalb nehme ich die Sachen jetzt mal nicht mit. Oh, die könnte ich auch noch verkaufen. Wo man bei aufpassen muss. Ich glaube, nur noch die letzten beiden Balken sind etwas, das man... Also, es wird nicht mehr alles angenommen. Man kann nicht mehr jeden Scheiß verkaufen. Das sind Vögelchen. Huch. Das wollte ich gar nicht. Und ich will I. So. Und hier ungefähr, nur wenn die letzten beiden Balken weg sind und nicht mehr, kann man, glaube ich, Sachen verkaufen. Das heißt, das hier kann ich im Prinzip auch schon entladen und wegwerfen. Ich probiere es gleich trotzdem mal aus. Aber ich glaube, dass wir hiervon, das werden wir definitiv verkaufen können. Die Schrotflinte wahrscheinlich auch. Das hier auf keinen Fall, das kann ich eigentlich schon wegwerfen.
Da könnten wir noch Glück mit haben. Ja. Also, Geld, Ökonomie und so weiter. Ich bin schon dran vorbei. Ich dachte, ich hätte das ausgerüstet. Wir werden Geld wirklich gut brauchen. Das haben sie auch hier schön gemacht, dass man hier auch Geld mal wirklich nicht nur anhäuft, sondern auch wirklich für etwas gebrauchen kann. Deshalb ist es auch umso wichtiger, dass wir uns da ein bisschen dass wir hier wirklich eine gute Einnahmequelle finden. Mission abgeschlossen. Sicherer Hafen. Skandovs erreichen. Sie können ihre Waffe wieder rausnehmen. Nee. Noch nicht. Ja, der ist doch kein freier Stalker, das ist ein Bandit. Ja, das ist wirklich... Das sind eigentlich Banditen. Ich glaube, das wird mir nur falsch angezeigt, weil das ja eigentlich die Banditen-Sachen sind. Auf jeden Fall. Hier finden wir jetzt... Hey, Stalker! Wie geht's? Moment, das mit dem Labern, das geht gerade gar nicht. Sehr schöne Neuerung. Freie Stalker und Banditen hauen sich hier nicht direkt aufs Maul. Zumindest wenn sie hier drinnen sind. Draußen haben wir es ja schon gesehen, dass sie es tun. Aber hier drin? Nö. Gut. Misha Ravioli. Reden wir erstmal mit dem Barmann. Das ist auch so weird. Was führt dich auf unser bescheidenes Schiff? Bist du neu hier? Das ist okay. Du wirst dich früh genug an alles gewöhnen. Die Zone ist ein strenger Lehrmeister, musst du wissen. Ich bin Beard, der Barmann von hier. Und komm zu mir, wenn du irgendwie Fragen hast, alles klar? Erzähl mir vom Leben hier. Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Wenn du mir konkrete Fragen stellst, versuche ich sie zu beantworten. Was machen die Stalker hier? Das müsstest du doch am besten wissen, Kumpel. Ihr Ausgangspunkt ist die Skadovsk und von dort aus erkunden sie das Gebiet auf der Suche nach Artefakten. Wenn ihnen irgendwas oder irgendjemand zu nahe kommt, fackeln sie nicht lange und drücken den Abzug. Danach kehren sie wieder zurück zu Skadovsk, um sich volllaufen zu lassen und den Magen vollzuschlagen. Sie genießen die Ruhe, bevor es zum nächsten Beutefeldzug geht. Anders sieht es allerdings aus, wenn eine Mission im Gange ist. Dann sitzen wir alle angespannt da und sind gedanklich bei denen, die nicht rechtzeitig Deckung gefunden haben. Was hat die Stalker zum Zentrum der Zone geführt? Eine komische Frage. Einige hoffen, die nächste Artefakt-Goldgrube zu entdecken. Andere wiederum verschlägt es hierher, weil sie den Gerüchten um die Oase Glauben schenken. Oder weil sie den neuen Wunsch... Oder weil sie den Wunschgönner suchen. Naja, wir wissen ja mittlerweile, dass das Mumpitz ist mit dem Wunschgönner. Und nicht zu vergessen, die ureigensten menschlichen Triebe, Gier und Neugierde. Jeder hat seine Gründe und ich bin mir sicher, du auch. Was hat dich hierher verschlagen? Ich bin mit Drews hierher gekommen, nachdem der Hirnschmelzer deaktiviert worden war. Aber ich denke nicht, dass es wirklich das ist, was du wissen willst, richtig? Hauptsächlich handle ich mit Artefakten. Die Welt außerhalb der Zone hat schon genug Schnickschnack, deswegen wollen die wichtigen Kunden außergewöhnliche Sachen. Aus diesem Grund habe ich beschlossen, ein Stalkerlager zu errichten, wo immer noch mit hochwertigen Waren gehandelt wird. Leute, ich rede hier gerade mit jemandem. Könnt ihr leiser sein? Also wirklich. Und wenn ein Stalker mit seiner Beute zurückkommt, was braucht er dann? Ein kühles Bier in der Hand und jemand zum Plaudern. Und das kriegt er auf der Skadovsk. Ein kühles Bier. Hier gibt es gar kein Bier im Spiel. Was hältst du von den Banditen? Ganz einfach. Wenn sie sich an Bord der Skadovsk anständig aufführen, habe ich nichts gegen sie. Im Grunde genommen hat man es selten mit Vollidioten zu tun. Einige von ihnen sind sogar ehemalige Stalker. Wer weiß, vielleicht beschließt ja einer von den armen Kerlen, die krummen Geschäfte bleiben zu lassen, bevor er eine Kugel im Kopf kriegt. Das Leben steckt voller Überraschungen. Nein, ist schon gut, vergiss es.
Настроение хуже не бывает.